Hey Schwesterchen, wie sieht's aus? Kommst du Sonntagabend zum Essen? Keine Ahnung. Bitte, ich würde mich freuen. Na gut, alles klar. Ich komme. Ja! Weck mich, wenn du nach Hause kommst, okay? Ja, träum was Schönes. Molly? Raus aus den Federn! Oh mein Gott. Molly! Miss Conway, wie kommen Sie auf die Idee, Ihre Schwester wäre entführt worden? Dieser Typ ist zurückgekommen, um mich zu holen. Er ist bei mir eingebrochen und hat sich meine Schwester geschnappt, weil ich nicht da war. Warum sollte er sie holen wollen? Ich bin die Einzige, die entkommen ist. Ich kenne sein Geheimnis. Vor einem Jahr hat ein Wanderer Jill gefunden. Total verdreckt. Angeblich hat ein Typ sie aus ihrem Bett entführt und dann irgendwo im Wald in ein Erdloch geworfen. Hilfe! Bitte! Sie behauptete, sie wäre nicht die Einzige. Sie hätte Knochen entdeckt. Natürlich haben wir alles abgesucht. Und jetzt raten Sie mal. Fehlanzeige. Dieser Typ existiert nicht. Er wird Molly heute Nacht umbringen. Jill, das bilden Sie sich nur ein. Fahren Sie nach Hause und schlafen Sie sich aus. Ich schlafe, wenn er tot ist. Ich brauche ein paar Informationen. Ein Verbrechen ist verübt worden. Was für ein Verbrechen? Ich wollte nur wissen, ob Sie etwas Ungewöhnliches gesehen haben. Hey, was zum Teufel tun Sie da? Bleiben Sie stehen! Da draußen rennt eine verrückte Frau mit einer Waffe rum. Wenn sie jemanden umlegt, sind wir verantwortlich. Fahndungsbefehl für Jillian Tyler Conway. 1,63 Meter groß, blond, blaue Augen. Gilt als bewaffnet und gefährlich. Wir haben sie verloren. Es wird bald dunkel und dann wird Molly sterben, verbuddelt in einem Loch. Zusammen mit diesen anderen Mädchen, nach denen niemand sucht. Was, wenn Jill nicht verrückt ist, wenn dieser Kerl wirklich Molly hat? Hände hoch! Beeilen Sie! Wer ist da? Du weißt, wer ich bin. Und ich weiß, wer du bist.